Willkommen bei einer weiteren Folge Brawl Stars mit mir, dem Thorsten. Und ich bin aktuell auf der Penny. Ich sag auch immer, ich bin auf. Nein, ich bin natürlich im Moment mit der Penny unterwegs. Und warum eigentlich, das will ich euch erklären. Man hatte ja die Qual der Wahl, deswegen heißt der Titel eigentlich auch so. Und ich weiß nicht genau, welchen Brawler ich eigentlich für was immer benutzen soll oder benutzen kann. Ich meine, ich habe jetzt schon festgestellt, dass es sich mit Brock sicherlich super Pokale pushen lässt und mit Bull und El Primo lässt sich einfach etwas besser das Bro-Ballen, also das Fußballspielen hier machen, auch mit dem Barley und eigentlich mit meinem kleinen Liebling, dem Poco. Der Poco ist so eine Allzweckwaffe, finde ich. Im Moment zumindest für mich. Und neu habe ich natürlich hier unten, das sieht er, Ricochet und Penny, beide noch nicht so hoch. Rico noch nicht mal auf Power 2. Penny habe ich im Moment immerhin schon mal auf Power 2. Und deswegen ist das im Moment auch für mich, ist das erste Wahl, dass ich sie nehme. Wir haben ja zwei Marken sogar zu machen. Okay, Brawl Ball hat da so ein bisschen getauscht mit Kopfgeld, ja, das ist auch mal verschieden. Das nächste Ereignis kommt hier dann in 12 Stunden rein. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja ohne Ende Marken, das seht ihr da oben, 47. Und ich weiß noch nicht, wie ich sie einsetze. Ich meine, wenn ich doch einmal ablehne, frage ich mich auch immer, warum versuchen die Leute dann immer nochmal. Oftmals schreiben die dann aber, oh, Toto nimmt gerade auf oder so. Nee, ich mache das nicht immer. Manchmal spiele ich auch nur 1, 2, 3 Partien und dann ist das gewesen hier. Wie auch immer, ich bin jetzt erstmal froh, dass ich wieder so ein bisschen qualitativ hoffentlich etwas besser aufnehmen kann, denn ich hab da schon, oh scheiße, habt ihr das gesehen da vorne, da hockt doch schon einer drin. Qualitativ war das letzte wirklich nicht gut, aber ich habe gedacht, du lädst es trotzdem hoch, denn so extrem schlecht konnte es jetzt auch nicht sein, dass es jetzt, ganz den Bach hier runter geht. Und deswegen habe ich das, entschuldigt bitte gerade, ich muss gerade mal eine kleine Sprachpause machen. Deswegen hatte ich das eigentlich an der Stelle gebracht. Es wäre ganz schön, wenn ich hier meine kleine Kanone mal jetzt in Szene setzen kann. Oh, da muss ich jetzt gerade mal so ein bisschen weg. Markenmäßig sieht es ja noch ganz gut aus. Und da außen. Ei, die haben mich. Ich muss weg. Ich muss weg, ich muss weg. Ich muss etwas weg. Ja, da haben sie mich natürlich. Komm, jetzt hol. Brock, hol die doch die Marken. Ah, der Brock holt sich die nicht. Jetzt sind wir natürlich alle los. Ich meine, da muss man dann auch ein bisschen mutiger, finde ich, mal nach vorne stürmen. Jetzt haben die nämlich schon den Countdown. Und wir kommen da womöglich nicht mehr wirklich dran. Ihr seht das hier. Aber da muss man dann einfach alles in eine Waagschale werfen, finde ich. Da kannst du nicht noch warten und. Was macht denn der Gegner jetzt? Da muss er einfach ran. Dann an den Feind. Und ja, da hinten waren jetzt noch so ein paar Marken. Naja, egal. Egal. Ich habe aber noch nicht so viel verloren, weil so hoch ist er jetzt nicht. Minus 1, da kann ich in jedem Fall mit leben. Und ihr seht das, ich habe endlos viele Markenverdoppler, denn ich habe die Tage doch noch ein Paket gekauft im Shop. Ich glaube mit 600 Markenverdopplern oder so. Jetzt komme ich natürlich da oben meinem Ziel der 1200 Pokale nicht wirklich näher, wenn ich jetzt so weitermache. Aber wir haben schon wieder ein neues Ereignis. Ah, okay, dann können wir jetzt schon mal 3 von denen hier von denen reinholen. Ich denke, wir machen aber jetzt erstmal die Juwelenjagd zu Ende. Und denn immer so alle Ereignisse dann so durcheinander spielen, ja, das ist auch nicht so mein Ding. Also mal gucken. Mir ist das jetzt gelingt hier. Ich will auf jeden Fall mit der Penny so ein bisschen besser werden. Ich habe den Daryl, den sehe ich jetzt gerade, auch schon gespielt. So schlecht ist er gar nicht, muss ich sagen. Den habe ich beim Fußball schon genutzt und fand den eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der hat ganz gut gerockt hier. Da haben wir den alten Flaschenträger hier. Okay, aber es wäre gar nicht mal schlecht, wenn wir natürlich jetzt unsere Kanone hier so ein bisschen platziert bekommen. Jetzt haben wir den El Primo hier vorne. Das ist super. Aber ich muss sie erstmal so ein bisschen weg, glaube ich. Ah, nein, jetzt holt mich der Daryl auch noch da. Okay, naja gut, da hat er jetzt den einen Edelstein bekommen. Und wir kommen nicht wirklich voran. Okay, 3-3. Da haben wir sicherlich wieder etwas gemacht. Und, mein Teil stand da immer noch. Das bleibt dann wahrscheinlich so lange stehen, diese Kanone. Bis ich halt wieder, oh, nein, 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 weg.
bis ich dann wahrscheinlich wieder eine neue stelle. Da kann ich jetzt gerade eine neue stellen. Da geht der Gegner dann nämlich ganz schön drauf. Die beiden hier können wir uns holen, ja. Die haben wir uns geholt. Jetzt steht schon mal 7 für uns. Nein, den Countdown haben wir ja noch nicht. Aber ich denke, die machen da vorne so viel Rabatz, dass man nicht wirklich so an uns rankommt. Wir haben jetzt 8. Okay, unser El Primo macht da ein bisschen Rabatz. Jetzt kommt allerdings hier jemand von hinten und ich muss jetzt einmal erstmal weg. Ja, okay. Toto, baller du ruhig ein bisschen gegen die Wand da. Das ist mal so richtig uneffektiv. Den können wir uns, glaube ich, noch holen hier. Und die beschäftigen sich da oben. Ich kann die hier ganz in Ruhe einsammeln. Ah, jetzt haben die natürlich 8 gesammelt. Wir auch 8. Das ist ein bisschen doof. Komm, hol dir den einen da vorne. Den komischen Typen da, den ich noch nicht kenne. Und da ist jetzt, ist das unser El Primo? Ah, nee, das ist, glaube ich, noch der gegnerische El Primo. Ich muss gerade ein bisschen warten, dass wir vorne im Feld wenigstens 2 Leute sind. Und nicht so viele sind. Oh, oh, oh. Das könnte jetzt ein bisschen eng werden, aber erstmal mein Kanönchen hier gesetzt. Wir haben 9, wir haben 17. Komm, das muss jetzt reichen. El Primo, komm mit nach hinten. Komm, El Primo. Passt so, passt so, passt so. Gut. Der El Primo macht noch so ein bisschen. Oh, komm, El Primo, jetzt nicht die Marken noch verlieren. Jetzt verliert er die Marken da noch. Oh nein, der Brawl ist vorbei. Oh, ich krieg die Krise hier, ehrlich. Mai, mai, mai. Okay, er ist auch der beste Member hier. Dann haben wir schon mal jetzt, oh, die Penny wenigstens schon mal eine Stufe höher. Haben ein paar Erfahrungsmarken gekriegt. 20, 30, der Verdoppler noch dazu, 60 Stück. Noch ein Spiel mit euch mache ich aber nicht. Und dann gucken wir mal. Oh, wir haben jetzt schon, jetzt haben wir ein kleines Chest Opening hier. So, das machen wir jetzt auch sofort oder machen wir das erst danach? Ich überlege gerade, ob wir jetzt die eine Marke noch reinspielen. Ah, nee, komm, wir holen uns erstmal das nächste Ziel hier. Also haben wir erreicht 1200 Pokale. Ich weiß, einige aus meinem Club hier sind da schon viel, viel weiter. Aber es liegt einfach daran, dass ich ja auch nicht nur Brawl Stars spiele, sondern auch so ein bisschen Clash of Clans nebenher mache. Beziehungsweise andersrum. So, nächste Marke 100 Pokale weiter. Nächstes Ziel 75 Powerpunkte, nicht Powerpunkte, 75 Punkte auf einen beliebigen Bowler. Und dann nehmen wir uns die auch nochmal einmal mit hier. Münzen ist in Ordnung. Die Powerpunkte für Jesse nehme ich gerne mit. Und wir haben nochmal Powerpunkte für Nita. Oh, das ist auch sehr, sehr nice. Auch toller Brawler und noch ein Sticker fürs nächste Ereignis. Ich bin echt mal gespannt, wie wir das da weiterspielen. Und Juwelenjagd haben wir abgeschlossen. Wir nehmen mal den Brawl Ball. Allerdings nehme ich da nicht sie, sondern ich würde mal sagen, wir nehmen ihn hier, den goldenen. Ja, der kam auch aus nicht aus einer Kiste, sondern aus einem Paket mit dem goldenen Skin hier. Oder war das umsonst? Ich weiß es gar nicht. Nee, ganz umsonst war es nicht, glaube ich. Aber egal, es war günstig. Es war günstig und dann greifen wir in jedem Fall zu. Ich weiß so ein bisschen, wie der tickt hier. Aber, oh, die haben dort einen Gitarrenspieler drin. Und unser Lord Caesar hat schon mal das erste Tor geschossen. 1-0 für uns. Also er hier macht ja immer so Kugeln, die überall abprallen. Das ist ganz gut. Allerdings muss man da auch dann auch ein bisschen mitrechnen. Ja, okay, da hat er natürlich jetzt einen Schau. Da waren sie ein bisschen nah dran. Muss man immer dann ein bisschen mitrechnen, wo man hinballert. Da tue ich mich noch wirklich ein bisschen schwer. Und ihr seht das mit was hat der Gegner eigentlich drin? Komm, wo ist der alte Ball? Wo ist der Ball? Das ist auch eine fiese Geschichte, dass man hier immer so durch muss. Und der Ball ist jetzt da. Die Ball haben mir da noch ein bisschen zu heftig. Und der Brock hat den Ball wieder nach vorne gebracht. Komm, El Primo, ruhig ein bisschen weg da. Das ist nicht so schlimm. Den Brock halten wir schon auf hier. Irgendwie. Ja, schaffen wir da hinten. Haben wir jetzt wenigstens den Ball im anderen Feld. Das ist auch nicht schlecht. Aber dieses, dass man hier hinten immer um das Tor so rum muss, das ist echt eine fiese Masche, finde ich mal. Und mal sehen. Ich kann jetzt noch nicht genau sehen, wo wir eigentlich hinballern. Wo ist denn der Ball? Ah, der Ball ist da hinten. Okay, der Ball ist da beim Poco. Die machen mich ja jetzt erstmal zu zweit fertig. Okay. Und der Poco hat die Pille noch, oder? Ei, der. Nein, die Pille geht nicht rein. Ach, scheiße. Boah, war das knapp. Alter. Okay, das war hyper knapp. Ah, minus 1. Jetzt bin ich genau bei 1200 wieder. Das ist aber egal. Wir machen noch einen. Oh, die beiden haben auch noch Bock.
Wenn natürlich zwei noch Bock haben, dann habe ich auch Bock, keine Frage. Und gucken wir mal, ob wir den jetzt mal so ein bisschen besser abschließen hier. So ganz sofort so ins Getümmel stürzen, ist echt. Ist vage. Ist vage, denn wir. Und schon liegst du 1-0 hinter. Francesco hat das Tor geschossen. Super für Francesco. Ich glaube, ich baller jetzt erstmal nur so ein bisschen, ohne den Ball hier so ein bisschen zu bekommen. Unser Mann hat den Ball hier. Komm, du kannst ihn nicht reintragen. Hallo. Ich wollte es gerade sagen. Kesar. Mann. Ja, konntest du doch nochmal da durchtragen. So, komm, Poco. Poco kann wieder durchgehen da, ja. Jawohl, Poco latscht nochmal durch. Ist das der Lord? Noch mit dem 2-0, jawohl. Es ist der Lord mit dem 2-0. Geile Sache, okay. Super gemacht hier, plus 6, jawohl. Und im Update, also wieder alle Brawler gespielt hier, beziehungsweise alle 9. Hier Markenverdoppler noch mit reingeballert. Und 480 Doppelmarken habe ich immer noch. Also ich weiß, ich könnte jetzt ein bisschen mehr suchen. Habe aber jetzt die Star-Marke. Und dann haben wir noch eine kleine Kiste fürs Ende der Folge hier. Ich hoffe, die Folge Brawl Stars hat euch... Oh, das ist gar nicht mal schlecht. 43. Hat euch wieder ganz gut gefallen. Einfach mal ein Update. Ihr wisst, dass ich hier keinen großen Fokus drauf habe. Freue mich aber immer wieder, ein bisschen mit euch zu spielen. Meistens ist das immer sehr, sehr spät, dass ich das mache. Und Poco-Punkte, okay, wir haben noch ein verbleibendes. Oh, für den El Primo nochmal 15 Stück. Super, ich glaube, das war eine ganz nette Kiste. Und wieder zwei Sticker, okay. Und wieder zwei Sticker. Also haben wir ganz gut erhalten hier. Gute Sache hier gemacht. Wir sind bei 1206, also nächstes Ziel, ganz klar, erstmal die 1300. Ich werde jetzt eine kurze Handypause vor allen Dingen machen, weil das Ding glüht hier jetzt gerade durch. Aber ich glaube, die Aufnahme war ganz gut. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bestimmt wieder, wenn der Thorsten wieder rollt. Bye, bye.